Seite. Boah, das ist krass gut gewesen, ey. Uff, da muss ich mich aber konzentrieren. Da, da. Hier ist einer. Da ist einer. Da versteckt sich einer. Da ist einer. Den kann ich noch nicht. Da ist einer. Da. Da versteckt sich einer. Da. Ah, der war noch ziemlich offensichtlich. Jetzt kommen die schwereren, glaube ich. Da. Diese komischen. Da. Nicht schlecht. Und so ein Rundbogen. Rundbogen. Nee, da klicke ich nicht auf den Mais. Das dauert dann halt jetzt erstmal. Wo versteckt er sich? Da. Haha. Nicht schlecht. Das könnte nützlich sein. Medaillon-Juwelen. Ja, daher weiß ich auch, wo die hinkommen. Hier hin. Ja, ich glaube, das sollte nicht allzu schwer sein. Kann ich die auch drehen? Ja. Oh, nein. So, rein da. Rein da. Da. So. Dort. Dort. Schön. Medaillon mitnehmen. I picked up Fiona's locket, and the world as I knew it changed forever. What was dead came back to life. What was bright became dark. What else has changed in this garden? Auszeichnung, eine neue Welt. Ach, kriegt man in der Collector's Edition Auszeichnung? Ach, sowas finde ich ja nicht wichtig, ne? Gehen wir nochmal zum Pavillon. Oh, wer ist das? Neue Auszeichnung, Elfensammler. Ach, hier kann ich auch noch Sachen sammeln. Erdsiebmaschine. Was ist passiert? Der Frosch ist nun eine unheimliche Erdsiebmaschine. Unheimlich, der Maschendraht fehlt, als wäre er von scharfen Zähnen entfernt worden. Was ist mit den Hasen passiert? Ah, die sind jetzt ordentlich gruselig. Statue. Was auch immer es ist, diese Statue hat es fest im Griff. Fest verschlossen. Dies lässt sich nicht vermutlich über die Aussparung darüber öffnen. Okay, dann brauchen wir was.
Fionas in dem Becken gefangen. Immer noch? Ich dachte, wir sind jetzt in ihrer Welt. Gehen wir mal zum Kirschbaum. Einzige, was hier noch einigermaßen schön aussieht, eine Dryade. Ist sie am Leben? Sterbliche, was machst du in unserer Welt? Ich weiß nicht, wer du bist, aber vielleicht kannst du mir helfen. Der Schatten hat diesen Baum mit bösartigen Blumen versehen, die meine Energie aussaugen. Ich kann sie nicht entfernen. Du trägst Fionas Medaillon bei dir, das macht dich zu einer Freundin. Hast du in ihrem Haus ein antikes Messer gesehen? Das ist das einzige Objekt, mit dem diese Blumen entfernt werden können. Wenn du es findest, werde ich dir weiterhelfen. Okay. Kirschbaum. Der Kirschbaum ist so schön, abgesehen von den bösartigen Blumen. Egal, wie sehr ich es auch versuche, diese bösartigen Blumen lassen sich nicht entfernen. Das Wasser ist jetzt eiskalt. Von kalt auf eiskalt. Zum Seerosenteich. Menschenkarre. Ich kriege ja ein bisschen Gänsehaut, ne? Aber... Naja, es ist schon ein bisschen dunkel, ne? Ach Gott, nein. Aber ein bisschen gruselig ist das schon gemacht. Nadel und Faden. Teddybär. Fiona hat diesen Garten wirklich sehr geliebt. Ich könnte schwören, dass ich den Schatten hier gesehen habe. Der Maschendraht ist hier größtenteils noch intakt. Blumen. Die Mitte des Tors ist mit Moos überwachsen. Okay, hier können wir noch nichts machen. Dann gehe ich jetzt erstmal zurück. Huch. Die Stadt ist zum Leben erwacht. Besser gesagt, eine gruselige Version von ihr. Kann bestimmt nicht gut gut sehen. Nee. Wohin ist nur das andere Auge? Oh, hier ist eine Statue, sehe ich gerade. Blumen riechen nicht mehr gut. Ah, nee, nicht wirklich. Der seltsame Vogel hat an etwas gepickt. Was ist das? Stofffetzen. Au, unter den Dornen ist etwas vergraben. Parasiten. Überall auf dem Kirschbaum sind bösartige Blumen gewachsen. Ich habe versucht, sie mit meinen bloßen Händen zu entfernen. Sie haben sich aber keinen Zentimeter gerührt. Die Dryade teilte mir mit, dass ich sie nur mit einem antiken Messer aus Fionas Haus abschneiden könnte. Ich kann mich an kein Messer erinnern, aber vielleicht hat sich das Haus ja verändert, seitdem das Medaillon mir diese andere Welt gezeigt hat. Das gucken wir gleich mal rein, würde ich sagen. Da hat sich nichts geändert. Diese Tür einfach nicht zu packen. Ne, ohne Griff geht das nicht. Kann ich hier den Fetzen drauf machen? Stofffetzen wird reich. Jetzt muss ich ihn irgendwie befestigen. Okay, jetzt haben wir schon mal einen Handschuh. Dann kann man bestimmt die Dornen wegmachen. Da haben wir den Griff für den Schrank. Schon wieder so eine Zeichnung. Es ist der Schatten, umgeben von Schneeflocken. Was für ein dunkler Winter dies wäre. Was haben wir hier? Farbenentferner. Farbenentferner. Nee, da ging es ja noch nicht. Nee, miteinander kombinieren kann man ja hier gar nichts. So sieht man es im Inventar nicht. Okay, wo kann ich hier die Farbe entfernen? Blödsinn. Was steht da? Komische Zeichen. Oh, was ist das?
nicht. Farbenentferner. Farbenentferner. Auch nicht. Nee, jetzt mal ernsthaft, wofür können wir den gebrauchen? Ach, hier. Das Gemälde hat sich verändert und es ist von dunklem Nebel umgeben. Schnell mal wegmachen. Hier ist das antike Messer. Fiona war also doch nicht ganz alleine. Wer sind diese Kreaturen? Jetzt kann ich aber erstmal die bösen Sachen da aus dem Baum wegschneiden. Die bösen Sachen. Weg mit euch. Bösartige Blumen. Ach, das war's. Dann reden wir doch mal mit ihr. Ich zolle dir meine tiefste Dankbarkeit, Sterbliche. Fiona würde so ein mächtiges Medaillon nicht einfach einem Fremden überlassen. Ob du es willst oder nicht, du hast dich unserem Kampf gegen den Schatten angeschlossen. Du musst zuerst die ewige Blume finden. Wenn du Fiona retten willst. Im Garten ist eine versteckt. Du wirst diese Scheibe brauchen. Nimm sie und bringe mir die Blumen. Dann reden wir weiter. Okay, diese Scheibe ist die für hier. Nein. Einen Moment, ich muss einmal kurz was gucken. Okay, alles klar. Okay. Die Scheibe, wofür ist die? Wofür? Kann ich das nicht? Ah, ja, alles klar. Dann packen wir die mal hier rein. Hier muss sich doch irgendwo ein Muster befinden. Ach du Heilige. Ja, okay. So. Warte, nee. So. So, ich mache erstmal hier außen die. So, also auf keinen Fall. Kommt das so hin? Ja. So. Ja. So und so. So. Ja, so sieht das ganz gut aus. Ja, das könnte passen. Das ist immer so schwer zu erkennen. So? Doch, das könnte aber sein, so. Na, und dann kann ich ja nachher sehen, was falsch ist. Ja, so ist gut. So passt das auch. Ach, geschafft. Dann gehen wir mal zum Seerosenteich. Endlich frei. Die Dryade meinte, dass
sie selbst zu schwach sei, um Fiona zu retten. Dass es mir vielleicht aber gelingen könnte. Ich bin doch auch nicht gerade die Stärke in Person. Sie sagte, dass es in dem Seerosenteich eine ewige Blume gibt, mit der ich Fiona retten kann. Wenn ich sie finde und ihr wiederbringe, gibt sie mir die Antworten, die ich brauche. Oh, das Gemälde hatte ich noch gar nicht gelesen. Auf Fionas Gemälde in meinem Wohnzimmer sind magische Kreaturen erschienen. Ich weiß nicht, was sie sind und was sie von ihr wollen. Und das Schlimmste war, dass der Schatten vor ihm allen stand. Er hielt das antike Messer, das ich auch gerade in meinen Händen halte. Es muss magische Kräfte besitzen. Ein Podest mit Figuren. Aber was wird damit geehrt? Seltsame Figuren, sie sind nicht vollständig. Okay. Es ist ganz schön ruhig hier. Beinahe als gäbe es keine Dunkelheit in der Welt. Ein leerer Sack. Ah, guck mal. Oh, der Baum hier auch. Entferne 22 Spinnen. Ah, Wimmelbild. Zwar nicht das Klassische, aber immerhin. Die Schnitzerei sieht wichtig aus, aber die Spinnen sind im Weg. Ja, die sind schon böse. Es sollen noch 14 Spinnen sein. Heilige. Hier auch noch, ja, da. Da ist eine. Da. So, und die letzte. Oh, die Witzka, wo ist die denn? Das war ja wieder mal klar. Alle bis auf die letzte. Ist sie hier irgendwo? Oh Gott, ich sehe gar nichts mehr. Wo ist die denn? Ich hatte ja die Vermutung, dass sie hier irgendwo sitzt, aber... Noch mal ganz genau hingucken. Gott, ich sehe die nicht. Die ist gut versteckt. Oder ich bin einfach gerade nicht in der Lage, sie zu erkennen. Jetzt sehe ich sie. Oh, die ist aber richtig gut versteckt. Hier Fetzen fehlen. Oh Gott. Ja. Kann man die drehen? Die sind drehbar, alles klar. Schön, dass hier schon die blauen Ränder vorgegeben sind. So und so. Dahin. Nee, da nicht. Das kommt bestimmt da oben hin. Hallo. Ah.